Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Pinkbox. Die hat ihren 8. Geburtstag und da bin ich echt gespannt, was in dieser Special Edition dann drin sein wird. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst nicht wundern, ich bin heute ein bisschen eskaliert, was Make-up angeht. Ich hatte Lust, ja. Es war einfach Spaß und ja, deswegen habe ich mich etwas bunt ausgetobt. Also lasst euch bitte nicht davon ablenken, wobei das wahrscheinlich etwas schwierig sein wird. Ja, die Pinkbox bekomme ich in der Kooperation zugeschickt und kann in diesem Video auch eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei und ja, ich bin immer sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Boxen in der Kooperation bekomme. Denn das ist wirklich nicht selbstverständlich, muss ich wirklich sagen. Das ist richtig, richtig cool. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Maria und an das komplette Team von den ganzen Boxen. Das ist echt großartig. Ja, ich bin etwas aus der Puste, denn ich war gerade draußen mit Sammy spielen. Das war ziemlich cool. Okay, die Pinkbox ist eine Beautybox, die du im Abo bestellen kannst. Je nachdem, was für eine Aboform du wählst, kostet die zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box ungefähr. Genau, also ja. Mach sie mal auf. Die kommt monatlich, genau, jeden Monat. Eigentlich immer so zum Anfang des Monats. Wir haben es jetzt Mitte des Monats, heute ist der 17. Aber es ist ja aktuell eher alles ein bisschen anders, von daher ne, sind wir mal ganz entspannt. Du hast öfters mal tatsächlich, dass hier auch steht, Augen auf. Leider hat nicht alle Produkte in der Box Platz. Ja, da bin ich mal gespannt. Also das heißt, das ist dann neben der Box, aber wir gucken uns zunächst mal an, wie die Pinkbox aussieht. Ich hätte gedacht, das wäre ein Special Design, Leute. Das ist jetzt das klassische Design von der Pinkbox, denn die hat ihren 8. Geburtstag. Zum Geburtstag hätte ich mir ein pompöseres Design gewünscht, muss ich gestehen. Aber na, wir gucken mal rein. Weiter rein. Genau, so. Das Produkt, was sich neben der Box befindet, ist hier wundervoll eingepackt. Oh, ich ahne. Okay, ja, krass. Henkel, Rosé. Bisschen Stoff, ne? Ja, ein Dry Sack. Feines Sparkling Wine. Piccolöchen. Jo. Fein. Das kann man sich gönnen, wenn man möchte. Dann sind hier so diverse Gutscheine drin. Und dann haben wir hier mit dabei die Barbara von März 2020. Aha, mir kommt das Magazin bekannt vor. Wahrscheinlich, weil ich das auch bei der Barbara Box mit dabei hatte. Kann das wohl sein? Ich glaube schon. Ja, ist aber ein ganz spannendes Magazin. Also ganz, ganz coole Artikel sind da drin. Hier hast du auch sogar eine Leseprobe mit dabei. Und manchmal hast du hier auch so Produktpröbchen mit drin und so. Einrichtungsideen und so weiter. Alles mit drin. Interviews und ja. Ne? Das Magazin von Barbara Schöneberger. Okay, nach dem Sekt haben wir jetzt hier die Pinkbox und die machen wir jetzt mal zusammen auf. Die ist immer im gleichen Format, sage ich mal, in der gleichen Größe. Ist relativ schwer und schön finde ich bei der Pinkbox, dass hier im Deckel drin steht, du bist schön. Das ist wirklich charmant, das ist richtig schön und Balsam für die Seele. Dann haben wir hier den Boxengedönsen. Haben hier ein Herzchen, weil wir haben ja eine Special Edition mit dem 8. Geburtstag und wir riechen erstmal dran. Aber es kommt so kein Duft raus. Dann mache ich jetzt mal das Seidenschleifchen auf und auch das Seidenpapier. Du hast immer normalerweise in den Boxen so, also in der Pinkbox, so 5 Produkte ungefähr drin. Und das sind halt immer sehr, sehr große Produkte, auch aus dem Bereich Drogerie vor allem. Und ja. Jetzt ist es ganz schön schwer. Ein Produkt war schon daneben. Und hier steht es auch schon drin, dass sie ihren 8. Geburtstag haben. So, Leute. Wie wollt ihr Happy Birthday Pinkbox, ne, denn das jetzt knallen lassen? Ich meine, gut, im Prinzip müssten wir der Pinkbox ja gratulieren. Denn dass das Geburtstagskind Geschenke verschenkt, ist ja irgendwie halt auch... Ne, macht man ja normalerweise nicht. Aber man wünscht es sich schon. Liebe Pink Lady, Happy Birthday to us. Die Pinkbox feiert ihren 8. Geburtstag. Und das mit einem richtigen Knall. An unserem Geburtstag wollen wir nämlich nicht nur unsere tolle Box feiern, sondern vor allem unsere treuen Abonnenten. Und wie könnte man sich besser bedanken als mit den trendigsten Beauty-Produkten? Also setze dein Partyhütchen auf, teste dich durch unsere trendigen Highlights. Ich habe leider kein Partyhütchen da, tut mir leid. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei, dein Pinkbox-Team. Alles klar.
Aber ich will jetzt hier wissen, was in der Box drin ist. So, als erstes habe ich hier etwas von M. Asam. M. Asam befindet sich in letzter Zeit relativ häufig in diesen Pinkboxen, Luxuryboxen, Barbara-Boxen und so weiter. Und das hier ist wohl ein Parfüm. Cashmere Pearl. Seidenweich umschmeichelt sie dieser Duft von M. Asam. Sanfte Akkorde von Baumwolle und Kaschmir verleihen einen zarten Hauch von Luxus, intensiviert durch den pudrigen Jasmin, cremiges Sandelholz und köstliche Vanille. Das Sandelholz hätte ich jetzt wahrscheinlich echt nicht so gebraucht, weil es macht das Ganze eher so ein Stückchen mehr ins sportlich-männliche, würde ich jetzt mal so sagen. Gut, hier haben wir einmal das Parfüm. Und ich habe heute kein Parfüm drauf. Ich sprühe es mir auf. Bin gespannt. Immer batschen, Leute. Oh, das riecht aber angenehm. Das riecht wirklich... Ich mag das. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Das riecht richtig schön nach Weichspüler. Boah, mag ich unheimlich gerne. Das ist ein toller Duft. Den mag ich wirklich gerne. Den kann ich auch so im Alltag sehr gut tragen. Nicht zu schwer. Und dieses Jasmin mag ich auch richtig gerne. Ich hoffe nur, dass es nicht zu intensiv ist, sodass ich da keine Kopfschmerzen oder so von kriege. Aber das muss ich halt noch mit der Zeit so ein bisschen testen. Okay, cool. Als nächstes habe ich hier von Goul Seidenglanz-Shampoo Kobushi Magnolie und Öl. Okay. Ja. Shampoo von Goul finde ich gut. Ich glaube, ich habe noch eine Spülung von Goul. Dann kann ich das nämlich in Kombi verwenden. Claudia schlägt sich selbst, läuft bei ihr. 100% mehr Glanz. Das ist das, was ich brauche für glanzloses, trockenes und sprödes Haar. Das habe ich. Nutri-Seiden-Protein-Komplex kräftigt und glättet die Haarstruktur, verleiht seidigen, gesunden Glanz. Richtig gut, das gefällt mir. Magnolie mag ich ja auch gerne riechen. Ne? Wir hatten hier, als wir hier in das Haus eingezogen sind, auch einen riesengroßen Magnolienbaum stehen. Aber der war einfach zum einen zu groß und zum anderen viel zu nah am Haus. Der ist wahrscheinlich zu nah damals ans Haus gepflanzt worden. Und da der halt so riesig war, also der war echt fast bis oben unter das Dach, ne? Na, nicht so groß, aber ne, war schon sehr, sehr hoch. Konnte man den jetzt nicht einfach so umsetzen. Das heißt, wir mussten den leider fällen, weil der halt wirklich schon auf den Balkon oben drauf gewachsen war. Voll schade. Also so einen Magnolienbaum hätte ich wirklich gerne. Also wenn ich das jetzt so bei unseren Nachbarn sehe, die haben richtig schöne Magnolienbäume. Die sind echt toll. Blühen zwar nur eine gewisse Zeit, aber ich hätte gerne wieder ein Jahr. Riecht richtig toll. Das riecht richtig schön blumig. Oh, mag ich gerne. Toll. Das ist alles so pink, ne? Das mag ich. Das gefällt mir. Da haben sie mich. Dann habe ich von Anatomicals Thirsty Hand Moisture Replenishing Cream for Thirsty Hands. Und das ist mit Lotusblume. Und das ist rosa. Ja, bitte. Gerne. Handcreme kann man auch gut gebrauchen. Ist jetzt nichts unbedingt, was man zum Geburtstag braucht, um ehrlich zu sein. Aber na. Riecht sehr angenehm, sehr dezent. Ich werde die jetzt nicht austesten, weil ich habe noch einige offen. Das macht dann relativ wenig Sinn. Das finde ich aber ganz cool. Ich glaube, von denen hatte ich auch schon mal was von Anatomicals. Sagt mir was. Ich meine, mich erinnern zu können. Okay, das ist jetzt witzig. Die habe ich jetzt just gerade alle beide weiter wandern lassen bei mir aus dem Sortiment, aus meiner Geschichte. Da habe ich von Alverde einmal den Matte Lipstick in der Farbe 70 Chocolate Choc. Das ist halt so ein... Ich mag die eigentlich, ne, von Alverde. Eigentlich sind die gut, genauso wie die auch von Manhattan, aber ich habe noch echt genug da. Ja, eigentlich sind die echt toll, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt nicht einer von denen, die halt so samtig sind, die quasi deine Lippen auch mit Feuchtigkeit versorgen. Also der ist wirklich matt. Und dann hast du hierzu noch den automatischen Lip Liner Rosewood Smile. Das ist irgendwie eine andere Farbe, finde ich ein bisschen witzig. Denn es gibt dazu auch noch die passenden Lip Liner. Das ist jetzt halt... Ne? Kann man zusammen kombinieren, definitiv. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt machen. Das ist die Farbe Rosewood Smile, habe ich eben schon vorgelesen, genau. Und das ist halt einer so zum Rausdrehen. Ja. Wird aber beides demnächst bei mir verlost, glaube ich, weil ich müsste beide Farben auch so in der Art in meiner Lippensammlung haben. Lippensammlung, vor allem Lippenprodukte-Sammlung, genau. So, und als letztes Produkt haben wir etwas von Yinyu. Und auch das habe ich schon mal gehabt, das finde ich ja cool. Ginseng and Eucalyptus Under Eye Mask Wide Awake, das ist dieses hier. Die habe ich auch schon gehabt und die finde ich echt gut. Das ist koreanische Beauty, unsere Augenpatches. Und nicht nur, dass es gerade perfekt zu meinem Augen-Make-up passt, sondern die sind auch wirklich gut. Also schön mit Feuchtigkeit durchtränkt.
Genau, das sind einfach Masken für unter die Augen, steht hier auch drauf, super. Lässt du dann für 20 bis 30 Minuten drauf, kannst dann währenddessen durch die Gegend laufen oder dich hinlegen oder sonst irgendwas machen, ein Käffchen trinken, schön auf der Terrasse, ne? So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte. Das ist schon mal für mich so ein sehr schön gemacht Pinkbox zum 8. Geburtstag. Einfach mal 2 Produkte on top zu packen, finde ich echt klasse. Die Produkte an sich finde ich schön, weil die sind halt so rosa und gefällt mir wirklich gut. Aber das Boxendesign finde ich ein bisschen öde. Zum 8. Geburtstag hätte ich mir schon gewünscht, dass da so ein bisschen blinky-blinky außen drum zu ist. Oder man hat sich überlegt, nein, 8. Geburtstag Pinkbox. Das heißt, wir geben auch das klassische Design quasi dieses Back-to-the-Roots-Gedönsen. Keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht, ne? Ich war nicht in dem Planungskomitee mit drin. Mir hat die Box gefallen. Und wenn auch dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!